Wenn ihr einen BMW mit einem N42 oder N46 Motor habt und es riecht beim Bremsen im Innenraum plötzlich nach verbranntem Öl, dann habt ihr wohl das leidige Thema einer undichten Vakuumpumpe am Hals. Eine neue Vakuumpumpe würde mit 300 Euro zu Buche schlagen, es gibt aber ein Dichtungskit von BMW, mit dem man die Vakuumpumpe abdichten kann. Die Vakuumpumpe liegt hinter dem Motor, dementsprechend ist für diese Operation viel Geduld oder viel Schraubererfahrung notwendig. Zuallererst muss der Zündspulendeckel ab. Wenn ihr wissen wollt, wie das geht, drückt einfach auf das verlinkte Video. Wegen der Position der Vakuumpumpe gibt es keine gute Aufnahme davon, wie wir sie losschrauben. Deswegen hier ein Bild der Vakuumpumpe. Die rote Schraube kann man von oben noch ganz gut sehen. Die beiden grünen muss man ertasten und blind losschrauben. Das geht mit einer Zehnernuss und einer kleinen Ratsche und viel Geduld. Wenn die Vakuumpumpe losgeschraubt ist, kann man sie Richtung Wärmeisolierung abdrücken. Hierbei aufpassen, dass die Nase, die die Pumpe an die Nockenwelle anschließt, nicht verdreht wird. Ansonsten kann man sie nicht mehr einsetzen und müsste jetzt erst den Ventildeckel abschrauben, um die richtige Position zu finden. Jetzt die Vakuumpumpe zusammen mit dem Schlauch einfach auf dem Motorblock ablegen. Die Schlauchstelle müsst ihr nicht entfernen. Vor dem Losschrauben ein paar Mal die Bremse betätigen. Das baut den Unterdruck in der Vakuumpumpe ab, sodass man sie leichter öffnen kann. Danach könnt ihr die 5,25er Torx-Schrauben lösen und den Deckel einfach abnehmen. Als erstes den Deckel gründlich reinigen, sodass der schwarze Ring vollständig weg ist. Jetzt den großen Dichtring entfernen und die Aussparung für den Dichtring reinigen. Danach kann man den neuen Ring ganz einfach einsetzen. Hier nochmal schön zu sehen der Unterschied zwischen dem neuen und dem alten Dichtring. Der alte Dichtring ist ein ganz normaler glatter Dichtring eben. Der neue hingegen ist eine Art Profildichtung mit einer Rille auf beiden Seiten. Der zweite Dichtungsring kommt an die Verbindungsstelle zwischen Vakuumpumpe und Motorblock. Bevor ihr den neuen einsetzt, natürlich den alten entfernen. Oft steckt der auch noch im Motorblock, kann aber einfach rausgenommen werden. So, jetzt den Deckel wieder richtig draufsetzen und erstmal alle Schrauben vollkommen ohne irgendwelche Kraft festschrauben. Nachdem ihr sie festgeschraubt habt, kreuzweise mit 5 Newtonmeter anziehen und dann nochmal mit 8 Newtonmeter die Endfügung vornehmen. Danach ist eure Vakuumpumpe abgedichtet und ihr müsst sie einfach nur noch reinfriemeln und wieder festschrauben. Danke für das Anschauen des Videos, ich hoffe, euch hat es geholfen und gefallen und ja, besucht mich doch auf meiner Facebook-Seite CureTech und hinterlasst einen Kommentar. Ciao und bis zum nächsten Mal.